In diesem Video zeige ich den Designprozess von diesem 3D gedruckten Mini-RC-Auto. Es hat Allradantrieb, ist 3D gedruckt und winzig klein. Das alles passt irgendwie nicht zusammen, oder? Hier der Beweis, es geht doch. Ich hatte mir folgende Ziele gesetzt. Es sollte so klein wie möglich sein, aber trotzdem Allradantrieb besitzen und gefedert sein. Natürlich muss es auch zum Großteil aus 3D gedruckten Teilen bestehen. Mit all dem im Kopf begann ich das Auto in Fusion 360 zu zeichnen. Ich designte kleine druckbare Kardanwellen, Radaufhängungen, Felgen, Reifen, Getriebe, Lenkung und so weiter. Und das ist daraus geworden. Beginnen wir mit dem Drucken. Alle Teile müssen mit einer 0,15 mm Schichthöhe und einer 0,3 mm Düse gedruckt werden. Eine geringere Auflösung wäre zu ungenau. Nur beim Chassis wäre eine größere Schichthöhe denkbar. Habe ich aber nicht ausprobiert. Die Teile können mit PLA oder ABS gedruckt werden. Ich benutze PLA. Nur die Antriebswelle und die Reifen bestehen aus TPU. Die Reifen sollten mit nur einer Außenschicht gedruckt werden, sonst sind sie zu hart. Ich zeichnete das Auto so, dass die Anzahl der Teile minimal bleibt. Ich hatte aber nicht bedacht, dass es ziemlich knifflig ist, die Radaufhängungen, die Kardanwellen, das Differential und die Federn so zu positionieren, dass der obere Federführungsdifferentialgehäusedeckel zugeschraubt werden kann. Mit 5 Händen ginge es wahrscheinlich leichter. Zusätzlich passierte es mir öfter, dass ich vergesse, ein paar wichtige Teile einzubauen. Jetzt habe ich vergessen. Oh, ich bin so blöd. Ich habe im Design leider einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar ist die Aussparung für die Kugellager zu klein. Ich wollte nicht das Ganze nochmal drucken, also improvisiere ich. No. Also, ist nicht perfekt. Um das zu testen, würde ich das mal reichen. Ich habe das schon in einem 3D-Modell korrigiert. Und ich habe keine Lust, es halt nochmal zu drucken. Ich säubere die Bohrstellen und kann dann das geschlossene Differential einbauen. Jetzt passt es. Es gibt hier leider zu wenig Platz für ein echtes Plastikdifferential, aber dazu später mehr. Vorne ist es genau das gleiche Prinzip, nur mit Lenkung. Ich bin so blöd, wieso habe ich das vergessen? Als Federung, ja sorry, keine Dämpfer. Ich präsentiere meine selbstentwickelten 3D gedruckten Plastikfedern. Die müssen aber noch von einem Profi kalibriert werden. Spaß beiseite, ich habe sie schnell durch stinknormale Federn ersetzt. Für die Elektronik ist nur wenig Platz übrig und ich habe keine Befestigung für den Akku vorgesehen. Mit ein bisschen Klebeband ist das Problem aber schnell lösbar. Jetzt kann ich endlich sehen, wie sich die Mechanik zum ersten Mal dreht. Hatte natürlich versäumt, die Getriebe einzufetten, aber auch danach drehte es sich nicht viel besser. Ich hatte leider ein paar Probleme mit dem Motor. Er drehte sich zu schnell und die Übersetzung war zu klein. Ich probierte eine größere Übersetzung zu konstruieren, aber dafür gab es einfach keinen Platz. Und mit dem Plastikgetriebe wäre zu viel Reibung entstanden. Also bestellte ich mir einen neuen Motor, der sich langsamer dreht. Und natürlich musste das Auto mit einer neuen Motorhalterung entworfen werden. Ansonsten ist es bis auf die Lenkung sehr ähnlich aufgebaut. Ich verschiebe die Lenkung nach vorne, weil schon zu wenig Platz da war für die Elektronik und die Akkus. Und es ist immer noch knapp. Ein Nachteil davon ist, dass der Servomotor leicht kaputt gehen kann, wenn plötzlich eine Mauer oder sowas in der Art vor dem Auto steht. Hier verbinde ich den Servomotor mit den Radaufhängungen mit Hilfe eines Drahts, habe aber trotzdem danach ein Lenkgestänge zum Drucken designt. Vergesst nicht, die Getriebe einzufetten, sonst gehen sie schnell kaputt. Auch die Kardanwellen laufen besser mit ein bisschen Fett. Mit denen hatte ich aber keine großen Probleme. Okay, lass uns das jetzt testen gehen. Wie ihr gerade sehen könnt, fährt das Auto schon ganz gut. Es ist sehr stabil und klebt quasi am Boden. Aber es lenkt nicht besonders gut, weil kein Differential eingebaut ist und alle vier Räder fest miteinander verbunden sind. Naja, fest nicht ganz. Die Antriebswelle besteht ja aus weichem TPU. Aber da es immer noch nicht möglich ist, ein Plastikdifferential in dieser Größe zu drucken, habe ich eine Alternative entwickelt. Nur die Räder vorne links und hinten rechts sind fest verbunden. Die anderen zwei drehen sich durch Reibung mit. Dadurch kann es die beim Lenken entstandene Distanzdifferenz ausgleichen. Leider ist es kein 100% Allrad mehr. Aber ihr könnt dann selbst entscheiden, ob ihr das geschlossene Differential verwendet oder nicht.
Außerdem sollte der Motor gedrosselt werden. Er ist einfach zu stark für die Plastikgetriebe. Sie halten leider nicht lange. Ich habe noch ein paar Verbesserungen und Justierungen gemacht und das Auto nochmal gedruckt und zusammengebaut. Es sieht genau gleich aus, die Toleranzen sind aber optimiert, die Getriebe und die Kardanwellen sind etwas stärker und so weiter. Ein ausführliches Bauvideo findet ihr auf meinem Bonuskanal. Und ihr könnt natürlich die 3D-Modelle kostenlos auf Thingiverse oder Kults 3D herunterladen. Links dazu und zu all den Bauteilen findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten freue ich mich auf ein Like und ein Abo. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao! Thank you.